Ja, meine lieben Damen, herzlich willkommen zu meinem Beitrag heute für Sie zum Thema Selbstmarketing und Netzwerken. Und da Sie ja hier alle, ich denke mal aus gutem Grund, auf einer Netzwerkveranstaltung sind, frage ich erstmal, wer hat keine eigene Visitenkarte dabei? Gibt es jemanden, der keine eigene Visitenkarte dabei hat? Okay, dem helfen wir mal gerade ab. Einmal, noch wo? Also, allererstes To-Do. Visitenkarten gibt es im Netz für 10, Sie brauchen zwei. Visitenkarten gibt es im Netz für 10 Euro. Auf so eine Veranstaltung ohne Visitenkarte gehen, ist wie nackt. Wer hat noch keine? Okay. Gut, so. Wie viele Visitenkarten haben Sie denn heute eingesammelt? Also wo hat eine Interaktion mit einem anderen Kongressteilnehmer, Teilnehmerin stattgefunden? Wer hat 20 Visitenkarten eingesammelt? 20. Okay, Profi-Netzwerkerin. 15? 2, okay. 10? Mhm, okay. 5? Weniger als 5. Okay, gut, dem werden wir abhelfen. Sie gehen hier alle raus und haben anschließend 40 Visitenkarten. Also von daher hätten Sie sich den Rest des Tages eigentlich sparen können. So, ich habe noch ein Geschenk für Sie. Es ist ein Abschiedsgeschenk. Sie kriegen alle von mir nachher diese Mappe. Sie haben heute schon viele Vorträge gehört und ganz viele Vorschläge, was Sie denn alles tun sollen. Ich werde das jetzt nochmal ergänzen durch meine Brille. Was ich hier aber für Sie drin habe, ist neben zwei Flyern von mir, das ist nicht Marketing, sondern das ist dann pure Werbung, weil jeder kennt irgendeinen, der einen kennt, der das, was ich tue, wahrscheinlich braucht. Hier sind Arbeitsblätter für Sie drin, nämlich das, was Sie heute gehört haben. Hier finden Sie Begriffe drin, die Sie heute schon von anderen vernommen haben, wie zum Beispiel das Wort Elevator Pitch. Wer hat noch nie das Wort Elevator Pitch gehört? Okay, was ein Elevator ist, ist ein Aufzug. Und ein Pitch ist ein Wettbewerb. Das heißt, wenn Sie in einen Aufzug gehen, das kommt wie immer aus dem Amerikanischen, wenn Sie in einen Aufzug einsteigen, könnte Ihr CEO, Ihr Vorgesetzter, Ihr nächster Chef oder wer auch immer im Aufzug stehen und Sie sollten die Aufzugfahrt nutzen, um sich vorzustellen. Das sind diese Sätze, die Sie heute schon häufiger auf der Bühne gehört haben. Elevator Pitch, dafür muss man was tun. Blatt 1 ist, wie bin ich? Da können Sie sich mal selber einwerten, wie Sie sind. Blatt 2 ist, was biete ich an? Also was sind so Ihre Kompetenzen und Stärken? Blatt 3, was wir heute auch schon mehrfach gehört haben, nennen Sie 10 Erfolge aus Ihrem beruflichen Leben. Laden Sie sich selber erstmal auf mit dem, was Sie alles in Ihrem Leben schon geleistet haben. Blatt 4 ist die Markenkompetenz, wer bin ich? Schreiben Sie mindestens 15 Stärken auf, daher vorher die Übung mit den Erfolgen. Wer seine Erfolge nicht kennt, kann auch keine Stärken daraus ableiten. Was können Sie richtig gut, was macht Ihnen Spaß, wofür brennen Sie, was ist Ihre Leidenschaft? Beziehen Sie unbedingt Ihre Vergangenheit mit ein. Welche beruflichen und privaten Erfolge können Sie vorweisen, was sind Ihre Kernkompetenzen? Blatt 4 und Blatt 5 ist dann der berühmte Elevator Pitch. Wer bin ich? In Klammern Namen, Besonderheiten, Beruf. Was macht mich aus? Was soll sich mein Gegenüber merken? Ist viel wichtiger. Was will ich? Was suche ich? Einen Job, eine Empfehlung, einen Tipp? Und was soll mein Gesprächspartner tun? Mir seine Visitenkarte geben oder jemand anrufen? Also, nach viel Theorie heute für Sie eine Arbeitsmappe. 5 Blätter. Kriegen Sie alle von mir beim Rausgehen. Ich gebe das jetzt nicht vorher, weil dann hätte ich, glaube ich, keine Aufmerksamkeit mehr. Okay, mein Name ist Christina Kock. Wer hat mich auf der Homepage vorher besucht? Wir zwei, ja, wir zwei kennen uns. Wir zwei kennen uns. Und die Dame hier hat freundlicherweise sich auch schon an mich erinnert, weil ich letztes Jahr auf dem ersten Feminist Business Kongress auch war. Ja, mein Name ist Christina Kock. Ich bin Expertin für die Beratung und Begleitung von Führungskräften bei beruflichen Veränderungen. Meine Spezialität ist es, für meine Kunden die Potenziale des verdeckten Arbeitsmarktes zu finden und ihnen in ihre Wunschposition zu verhelfen. Das waren jetzt ungefähr 11 bis 12 Sekunden und das war mein Elevator Pitch. Nun will ich von Ihnen noch nichts, deswegen kommt der zweite Teil hinten dran.
hat jetzt gerade gefehlt. So, wer bin ich aus meiner Historie? Ich habe eine Karriere in der genossenschaftlichen Finanzgruppe bis zum Bankvorstand. Ich habe über 20 Jahre Führungs- und Managementerfahrung mit ausgeprägter Vertriebsorganisations- und Personalerfahrung im B2C und im B2B, also Business-to-Consumer und Business-to-Business. Mein roter Faden in meinem Lebenslauf ist Verantwortung und Leistung und mein Leistungsprinzip ist, Erfolg ist planbar. Und diese 5 Blätter, die Sie da kriegen, wird ein Teil, wenn Sie mögen, Ihres eigenen Plans sein. Was mache ich heute? Ich bin Unternehmerin und Expertin, wie eben gesagt, für die Beratung und Begleitung von Führungskräften bei beruflichen Veränderungen, von Potenzialentfaltung, Karriereberatung über inverses Headhunting und Outplacement. Was mache ich konkret? Ich bin in der Veränderungsberatung für selbstmotivierte Wechsler. Das heißt, ich mache Karriere, Laufbahn, Potenzialberatung. Ich mache Chancen- und Potenzialanalyse. Ich arbeite mit dem spannendsten Profil, was es zur Persönlichkeitsentfaltung gibt. Das ist das Reis-Profil oder Reese-Profile. Gibt es hier irgendjemand im Raum, der das Reis-Profil kennt? Okay. Beschäftigt sich mit unserer intrinsischen Motivation, kommt nachher noch mal im Vortrag was dazu. Ich schaffe Transparenz für meine Kunden, wo will ich wirklich hin und was, beziehungsweise wer hilft mir dabei und wer erarbeitet individuelles Entwicklungsvorgehen. Die Veränderungsberatung bei fremdmotivierten Veränderern, das ist der Unterschied zu dem Selbstmotivierten, der sucht den Veränderungsimpuls aus sich heraus, der Fremdmotivierte, da sagt der Arbeitgeber, wir müssen uns in der Zukunft leider getrennte Wege gehen. Das Aufzeigen und Wirken der Performance in den bisherigen beruflichen Stationen, Transparenzschaffung für den eigenen Wert aus der Perspektive des nächsten Arbeitgebers, da hilft es mir sehr stark, dass ich Vorstand und Arbeitgeber gewesen bin. Übrigens, ich habe kein Abitur, ich habe nicht studiert und war es mit 37. Die konsequente Nutzung des offenen Arbeitsmarktes und die konsequente Nutzung des verdeckten Arbeitsmarktes. Was möchte ich Ihnen heute präsentieren? Die Ausgangslage zu Frauen in Führungspositionen, dann das Thema Selbstmarketing in Bezug auf das Thema Kommunikation und Hierarchieverhalten, dann Marken. Ich habe ja ganz bewusst das Thema Selbstmarke in den Mittelpunkt gestellt und die Dame vorher im Auditorium hat ja sehr stark auch das Thema Selbstmarketing in ihrem Vortrag gehabt. Ich will Ihnen aufzeigen, die Wirkung von Marken, ne, Unternehmensmarken, Arbeitgebermarken, gibt es eine Marke Mensch? Es gibt, ich habe ein paar prominente Beispiele, so ein Plus- und so ein Minusbeispiel, praktische Beispiele und dann vor allen Dingen ich, aber Sie als Marke und dann das Thema Netzwerken. Ich habe hier eine Folie, Sie müssen nicht unbedingt Aufsichtsräte werden, aber ich habe mich in meiner Biografie unter anderem auch mit dem Thema Frauen in Führungspositionen und Frauen in die Aufsichtsräte. Entschuldigung, ich glaube, das Mikrofon ist nicht an. Aha. Okay, der junge Mann müsste uns mal... Ach so, okay, ja, dann muss ich lauter sprechen, das ist gut, vielen Dank für den Hinweis. Okay, ich habe hier eine sehr schöne Folie. Nein, ich habe eine Frage eben zu Beginn vergessen. Wer ist von Ihnen selbstständig oder freiberuflich tätig? Okay, und wer ist angestellt tätig? Ah ja gut, 2/3, 1/3. Ich habe diese Folie mal für einen anderen Vortrag rausgesucht, die soll exemplarisch zeigen, wie Männer sehr allgemein, sehr schwarz-weiß gesprochen Frauen sehen. Und das ist die Sichtweise von Aufsichtsräten, wenn es darum geht, Frauen in die Aufsichtsräte zu holen. Und diese Studie, muss ich immer dazu sagen, ist nicht von 1847, sondern sie ist aus dem Jahr 2011. Und da sagen 9% der Aufsichtsräte, wir kennen keine Frau, die eine solche Aufgabe übernehmen könnte oder würde. Es sagen 46%, es sind zu wenig qualifizierte Frauen vorhanden und es sagen 21% der Männer, Frauen sind nicht oder weniger in unserem Netzwerk der in Frage kommenden Personen. Und es heißt ja immer so schön, die Frauen sind nicht sichtbar. Das ist in meinen Augen aber eine blöde Formulierung, weil selbstverständlich sind wir alle sichtbar. Ich möchte Sie heute aufmerksam machen auf den Impuls, sind wir denn auch hörbar? Das ist eins meiner Lieblingscharts, muss man einen Moment hingucken, um den zu verstehen. Ne? Ja, ich liebe dieses Bild. Also, wir wollen zwar nicht das, aber wir müssen uns mehr sichtbar machen und mein Credo an Sie ist, wir müssen uns mehr hörbar machen über das, wie wir kommunizieren, über das, was wir kommunizieren und wie Sie wahrgenommen werden wollen. Da haben Sie heute wirklich schon viel drüber gehört. Ich möchte das Ganze noch ein bisschen konkretisieren und deswegen unter anderem auch diese Arbeitsmappe.
wie wir kommunizieren, über was wir kommunizieren, wie wir wahrgenommen werden wollen. Und ich habe Ihnen versprochen, dass Sie mit 40 Visitenkarten hier rausgehen. Deswegen bitte einmal eine kurze Vorstellung zur Nachbarin. Bitte stellen Sie sich Ihre Nachbarin so vor, wie Sie es immer tun. Also bitte 2, 2, 2, das passt, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Bitte erstmal nur der jeweils Gegenüberliegenden und nicht ausführlich, sondern so, wie Sie es immer tun. Und jetzt einmal bitte wechseln. Einmal bitte wechseln, falls noch nicht passiert. Nee, ja. Das. Kennen Sie sich? Ach so, okay. Na, und dann, dann, das kommt gleich. Das kommt gleich. Haben Sie alle die Visitenkarte ausgetauscht? Alle die Visitenkarte ausgetauscht? Ladies, erstes Learning, nie vorstellen, ohne die Visitenkarte in der Hand zu haben. Wie soll denn jemand sich ja in Sie erinnern, wenn er kein Stück Pappe von Ihnen in der Hand hat? Okay, danke. So, jetzt geht es um das Thema, wie wir kommunizieren. Ich möchte Ihnen ein bisschen etwas über das Kommunikationsverhalten von Männern und von Frauen aufzeigen. Und Sie sehen hier ein typisches Hierarchieverhalten von Männern. Um die Herren in Schutz zu nehmen, das sind keine selbstgewählten Vorgehensweisen, sondern das ist hierarchisches, evolutionäres Verhalten. Wer kennt von Ihnen das Buch von der Marion Knaths, Spiele der Macht? Ich gebe Ihnen nachher zwei Buchtipps für die Freiberufler, ein ganz tolles Marketingbuch für Coaches und für alle, aber vor allen Dingen auch für die Angestellten. Marion Knaths, Spiele der Macht, eine absolute Pflichtlektüre, hat mich in meinem zarten Alter von 50, habe ich es glaube ich gelesen, nochmal dramatisch im Einschätzen von männlichen Verhalten nach vorne gebracht, obwohl ich mein ganzes Berufsleben nur unter Männern verbracht habe. Männer haben evolutionär dieses Verhalten, das sich nach unten hin absichern und dann das weiter nach oben streben. Sie mögen jetzt denken, das ist doch alles ein bisschen überholt, aber wir funktionieren mit unserem Stammhirn noch genauso wie vor 100.000 Jahren und wir sind eben in der Entwicklung mit dem, was uns täglich passiert. Wir haben heute viel über Internet und Facebook und alles Mögliche gehört. Unsere ursprünglichen Verhaltensweisen kommen bei dieser Geschwindigkeit nicht mit. Und auch unser Gruppen- oder sonstiges Verhalten ist immer noch ein evolutionär-anarchisches Verhalten. Und Männer haben nun mal halt im Sinne des Leadership-Übernehmens eine andere Historie als wir Frauen. Im Kommunikationsverhalten bedeutet das, ich gehe nochmal eins zurück, wenn auf dieser Karriereleiter Mann gezwungenermaßen nach oben strebt, an der Stelle sage ich auch gerne, wir Frauen haben noch den Luxus, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Die Männer werden von ihren Vätern, von ihren Müttern, von ihren Schwiegermüttern, von ihren Ehefrauen und ich weiß nicht von wem allen, mehr oder weniger gezwungen, sich diesem Schaubild auch zu verhalten. Wir Frauen können uns noch entspannt zurücklehnen und sagen, brauche ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Also seien Sie sich über diesen Luxus bewusst. Im Kommunikationsverhalten bedeutet das, dass Männer eine ganz bestimmte Art haben, wenn sie miteinander reden. Und alle die, die schon mal angestellt waren oder noch angestellt sind und mit Kollegen am Tisch sitzen, merken eine Situation, dass
wenn Sie einen aktuellen und ganz spannenden Wortbeitrag zu leisten haben, der zu Beginn einer Diskussion meistens nicht gehört wird, und wenn dann Kollege Müller-Meyer-Schmitz die gleiche Idee eine halbe Stunde später bringt, dann fällt die auf einmal auf fruchtbarem Boden. Warum? Weil auf diesem Schaubild ist sichtbar, dass Männer erstmal ein bewusstes oder unbewusstes hierarchisches Entwicklungsfeld brauchen, bis das klar ist, wer ist an diesem Tisch die Nummer eins. In Verbindung mit diesem Bild werden Männer unter Karrieregesichtspunkten und hierarchischen Gesichtspunkten immer nur an die Nummer eins kommunizieren, weil die, die auf der Leiter darunter sind, die haben für mich in meinen Botschaften keinen Wert, weil die sind hierarchisch für mich uninteressant. Das heißt, wenn ich auf mich aufmerksam machen möchte, mit dem, was ich zu sagen habe, immer bitte an die Eins kommunizieren. Wir Frauen fangen an loszuplappern. Ja? Wir haben dieses hierarchisch getriebene Führungsrudelverhalten, das haben wir nicht. Wir sind Lagerfeuerkommunikatoren, das soll dieses Bild zeigen. Wir haben keine, ja, das ist tatsächlich so, wir haben kein hierarchisches Empfinden mit uns Frauen. Und egal, ob jetzt Frauen und Männer am Tisch sitzen, wir reden über Kreuz. Wir erzählen dem Kollegen nächst gegenüber, findest du das nicht auch toll? Was hältst du davon? Das würde ein Mann so nie tun. Das heißt, Mann verschwendet seine kommunikative Energie nur an die Nummer eins, weil die hilft ihm im Zweifel, seine eigenen Entwicklungsschritte zu unterstützen. Also verschenken Sie bitte in Zukunft keine Kommunikationsenergie an Kollegen rechts, links oder gegenüber, sondern warten Sie drauf, bis das am Tisch klar ist. Und das werden Sie an dem Verhalten der Männer merken. Wann haben die sich hierarchisch sortiert und wer ist die Nummer eins? Und der muss nicht immer am Kopf sitzen. Sie sparen sich ganz viel Energie, glauben Sie es mir. Ich habe es bis 50 auch nicht gewusst. Ich habe viel gelernt über diese beiden Schaubilder. Um das etwas anders auszudrücken... Ja, wir Frauen beschäftigen uns mit ganz vielen Nebenkriegsschauplätzen. Ja? Die Jungs haben nur eins im Sinn und daraufhin verwenden sie ihre Energie. So, über was wir kommunizieren. Ich lese Ihnen jetzt nur den unteren Teil vor, der obere wird sonst zu lang. Hier geht es um den Begriff, was ist eine Marke? Die Merkmale einer Marke. Die Vorstellungen werden durch Namen, Begriffe, Zeichen, Logos, Symbole oder Kombinationen dieser zur Identifikation und Orientierungshilfe bei der Auswahl von Produkten, Dienstleistungen oder Personen geschaffen. Meffert definiert die Marke als, und das Wort bitte ich Sie für den Rest Ihres Lebens mitzunehmen, Nutzenbündel. Eine Marke ist ein Nutzenbündel mit spezifischen Merkmalen, die dafür sorgen, dass sich dieses Nutzenbündel gegenüber anderen Nutzenbündeln, welches dieselben Basisbedürfnisse erfüllen, aus Sicht relevanter Zielgruppen nachhaltig differenziert. Ja? Okay, was heißt das praktisch? Wie drückt sich der Wert einer Marke aus? Können Sie hier irgendwelche Markenkernwerte erkennen? Gibt es hier irgendwie eine Aussage über eine Marke? Nicht. Was haben wir hier? Zwei Gläser Wasser. Was versprechen die uns, also rein mal nur so von der Produktseite? Gesundheit. Durstlöschen, was noch? Erfrischung, genau. Erst wenn wir die passende Verpackung daneben stellen, wird auf einmal aus einem dusseligen Glas Wasser ein Markenversprechen. Wo greifen wir denn wohl intuitiv hin, wenn wir diese beiden Bilder da sehen? Ne? Ne, ganz links? Wer greift nach links? Nach links greifen die Ökologischen, glaube ich. Irgendjemand hat mir mal gesagt, er wird nach links greifen wegen der Natur oder so. Weiß ich jetzt zwar nicht mehr warum. Aber ich behaupte jetzt einfach, 80-90% werden nach rechts greifen. Und warum? Warum greifen wir nach rechts? Qualität? Vermeintlich, ja. Die Bekanntheit, genau. Wir greifen dahin, weil es teurer ist. Wir greifen dahin, ja, aber greifen wir dahin, weil es teurer ist? Ne, wir greifen dahin, weil es eine Marke ist. Meine Damen, das sind zwei Gläser Wasser. Hier gelingt es jemandem, durch eine entsprechende Aufladen dieser Marke mit spezifischen Nutzenbündeln etwas daraus zu machen. 49 Cent, 1,19 Euro, das sind 140% Preisunterschied.
140% Preisunterschied. For nothing, ja, es ist in beiden eine nasse Flüssigkeit drin.